Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es um die PED-Einstellung der JMC-Servos gehen. Und zwar möchte ich euch da so eine kleine Guideline eben zeigen, wie man solche PED-Regler jetzt bei so einer Reglerkaskade eben richtig einstellen kann, beziehungsweise eben da möglichst die Umwege verringert und eben möglichst schnell zum Ziel kommt. Bevor ihr euch mit der Software verbindet, müsst ihr darauf achten, dass eure Leitungen relativ kurz gehalten sind. Also ich kann euch das hier bei mir mal zeigen. Das ist jetzt hier im Prinzip die Leitung, die ich verwende. Und die ist halt schon relativ lang. Das ist dem geschuldet, weil ich natürlich auch relativ große Verfahrwege jetzt hier an der Anlage habe. Das führt aber hin und wieder zu Abbrüchen in der Software. Das heißt also, da solltet ihr darauf achten, dass ihr erstmal abgeschirmte Leitungen nehmt und zweitens dann dementsprechend die Leitungslängen möglichst kurz haltet, das heißt also jetzt nicht unnötig lang. Da gibt es aber noch einen zweiten Punkt, den ihr beachten könnt, um die Leitungslängen oder um diese Abbrüche eben zu minimieren. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz in der Software. Bevor ihr die Software startet, müsst ihr dann natürlich darauf achten, dass euer Motor verbunden ist und auch mit Spannung versorgt ist. Wenn ihr die Software startet, vergesst nicht, dass ihr diese als Administrator ausführen müsst, sonst funktioniert sie nicht. Wenn ihr sie dann gestartet habt, dann ist das Erste, was wir uns jetzt mal anschauen wollen, ist eben hier unter Port Control. Sehen wir jetzt, dass bei mir jetzt der Motor schon verbunden ist. Wenn ihr bei euch wirklich nur Abstürze feststellt, dann könnt ihr hier probieren, die Baudrate etwas geringer zu wählen. Die Baudrate ist im Prinzip die Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle und das sind jetzt hier in dem Fall 57.600 Bit pro Sekunde. Und wenn ihr die eben geringer wählt, dann kann es durchaus sein, dass die Software stabiler läuft. Ist bei mir jetzt, oder habe ich nicht persönlich getestet, bei mir kommt so alle 20 Minuten zum Absturz, wenn ich irgendwelche Graphen plotte. Und damit kann ich eben gut leben, denn einmal die Spannung wegnehmen vom Motor, wieder starten und es wird sich automatisch wieder verbunden und das dauert keine 3 Sekunden. Das können wir jetzt direkt eigentlich wieder schließen und das nächste, was wir uns mal anschauen wollen, ist die Systemkonfiguration. Hier ist es so, dass ihr immer Upload drücken müsst, um die Daten von dem Motor auf eurem PC zu laden. Ist ein bisschen komisch. Ich hätte eigentlich vom Bauchgefühl aus gesagt, dass wenn man auf Download drückt, dass man die Daten dann eben von dem Motor runterlädt. Wir drücken jetzt hier eben auf Upload und dann sehen wir hier jetzt erstmal meine Einstellungen. Der Encoder, der hier verbaut ist, der hat eben diese 1000 Linien. Was ich hier jetzt noch eingestellt habe, das ist im Prinzip ein elektronisches Getriebe. Das kann man dafür verwenden, wenn man die Schritte pro Umdrehung im Prinzip nochmal untersetzen möchte. Da könnt ihr aber auch durchaus 1 und 1 wählen, dann habt ihr im Prinzip für eine Umdrehung genau die Anzahl der Schritte, die ihr benötigt, die ihr auch im Microstepping dann des Motors an sich über diese DIP-Schalter eingestellt habt. Hier unten haben wir noch einen Modus der Kontrolle. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass euer Motor, wenn ihr ihn überlastet, irgendwann auf die interne Kontrolle überspringt, so wie es jetzt hier der Fall ist. Das darf natürlich nicht sein, dann funktioniert natürlich nichts mehr. Ihr müsst ihn wieder auf die externen Kontrollmodus anwählen. Und hier habt ihr einmal einen Positions- und einen Geschwindigkeitsfilter. Was das bedeutet, möchte ich euch jetzt mal ganz kurz erklären. Und zwar hatten wir ja besprochen, dass wir bei dem PED-Regler, der jetzt hier verbaut ist, haben wir ja so eine Reglerkaskade. Die sehen wir gleich auch nochmal genau in den Einstellungen. Und das, was ihr da unten jetzt vornehmen könnt, ist im Prinzip ein Filter. Und was macht dieser Filter? Es ist so, dass wir ja, dass dieser Stromregler ist der schnellste. Das heißt, der hat die höchste Sample-Rate. Also Sample im Prinzip oder Sample-Frequenz, also die meisten Abtastungen in einer gewissen Zeit, zum Beispiel in einer Sekunde 15.000 einzelne Samples. Das heißt also 15.000 Mal wird dieser Regler durchlaufen pro Sekunde. Und wenn wir jetzt aber eine Frequenz hätten, irgendwie ein Störsignal, zum Beispiel von
20 Kilohertz, dann würde ja der Regelkreis das in sich gar nicht mehr mitkriegen, weil das eben so eine hohe Frequenz ist. Und was wir über diese Filter machen können, ist, wir können im Prinzip diese hochfrequenten Störsignale, die können wir einfach wegfiltern. Das kann in einigen Anwendungen eben sinnvoll sein, wenn das eben zu dem Fall kommt, dass ihr auf einmal so ein hochfrequentes Summen hört eben an dem Motor. Hier haben wir jetzt im Prinzip schon alle Einstellungen vorgenommen. Das heißt, ihr müsst dann auf Download drücken und würdet die Daten eben dann auf den Motor übertragen. Jetzt können wir das schließen und schauen uns mal die Parameterkonfiguration an. Und hier habe ich jetzt Folgendes gemacht. Für die Parametrierung müsst ihr dafür sorgen, dass ihr im Prinzip eine Sprungantwort auf euren inneren Regelkreis bekommt. Und zwar ist das ja hier dieser Stromregelkreis, denn das ist der, den wir als erstes einstellen müssen. Wir müssen hier den Stromregelkreis einstellen, dann müssen wir den Geschwindigkeitsregelkreis einstellen und dann zu guter Letzt den Positionsregelkreis. Denn wenn wir jetzt anfangen würden, hier den Positionsregelkreis, sage ich mal, einzustellen und wir würden aber unseren inneren Regelkreis, der viel schneller reagiert, den würden wir schon zum Aufschwingen bringen, dann hätten wir hier gar keine Chance mehr, das überhaupt richtig einzustellen. Das heißt also, ich erkläre euch das mal ganz kurz. Das heißt also, wir müssen im Prinzip in dieser Reglerkaskade müssen wir auf den inneren Regelkreis zugreifen und wir müssen dem irgendwie eine Sprungantwort geben. Und wie ich das gemacht habe, ich habe Mach 3 gestartet, habe da eine sehr steile Anfahrrampe gewählt und bin im Prinzip die eine Strecke immer die ganze Zeit, ich habe einen kleinen G-Code geschrieben, immer die ganze Zeit hin, zurück. Das ist im Prinzip genau das, was eben auch beim Autotuning passiert. Und dadurch, dass ich da eben die Sprungantwort habe, durch eine eigentlich sehr, sehr steile Beschleunigung, bekomme ich eben bei meinem Stromregelkreis eben auch eine Sprungantwort. Das heißt also, mein Strom soll steigt sehr schnell an und dann probiert man eben dementsprechend den Strom-Ist-Wert möglichst nah an den Strom-Soll-Wert ranzubringen. Also, was heißt möglichst nah? Genau drauf und das in möglichst kurzer Zeit. Das heißt also, damit der Regler möglichst schnell reagiert. Das zeige ich euch jetzt aber auch noch einmal hier direkt an dem Bildschirm. Das erste, was wir uns jetzt anschauen sollten, sind einmal die Einstellungen oder die Graphen, die wir uns hier plotten lassen können. Und zwar fängt das hier oben an mit unserem Positionskommando. Das ist das Kommando, was Mach 3 vorgibt. Dann haben wir unsere reelle Position. Das ist im Prinzip die Position, die der Motor zu der aktuellen Zeit dann wirklich hat. Und diesen Positionsfehler, den probiert man eben möglichst gering zu halten. Das ist im Prinzip bei den Fräsmaschinen dann auch der Schleppfehler. Hier haben wir das Ganze dann für den Drehzahlregelkreis. Einmal unser programmiertes Geschwindigkeitssignal. Das heißt also, das ist der Sollwert und hier wieder unseren Istwert. Und hier auch wieder unseren Fehler. Und dabei muss man natürlich beachten, dass wenn man einen Ist-Wert vorgibt. Das heißt also, wir stellen uns jetzt unseren Positionsregelkreis vor und der Positionsregelkreis möchte, dass unser Motor mit 5000 Umdrehungen dreht. Dann rechnet er auch damit, dass der Motor dann auch wirklich die 5000 Umdrehungen durchführt, denn sonst kann das ganze System natürlich auch aufschwingen oder kann nicht so gut performen. Das heißt also, wir müssen jetzt eben darauf achten, dass wir hier unsere einzelnen Regelkreise alle so auslegen, dass der Fehler eben möglichst gering ist. Denn so erfahren wir dann am Ende auch die beste Performance. Wir plotten uns jetzt einfach mal hier unseren Motorstrom. Das ist der programmiert oder der Strom-Soll-Wert und hier unten haben wir wieder unseren Ist-Wert. Bevor wir jetzt hier irgendwas an den Reglern umstellen, würde ich euch empfehlen, dass ihr erstmal unter eurem Positionsregelkreis euren Positionsregler hier nicht ans Maximum stellt, sondern irgendwo einen Wert, dass er euch zur Not dann immer rausspringt. Denn bei mir ist es einmal so gewesen, dass ich einen falschen Wert eingegeben habe und das ist auch der Grund, warum ich das immer gegenkontrolliere, was der Motor wirklich angenommen hat oder die Endstufe vielmehr. Und zwar, wenn hier irgendwie ein Minus ist. Und ihr drückt im Prinzip Download, ihr übertragt die Daten, drückt dann wieder Upload und er zeigt euch hier ein Minus, dann stimmt da irgendwas nicht.
Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass dadurch, dass ich euch eben zeigen wollte, wie sehr so ein System aufschwingen kann, ist mir das komplette Portal, also mit dem Motor hier, die Z-Platte, einmal nach links weggeschossen und mit voller Energie hinten gegen mein Portal im Prinzip. Und dabei hat das unten das komplette Blech verbogen, die kompletten Kugellager haben sich verzogen und die Schrauben vom Motor haben sich gelöst. Und der ganze Motor hing daneben. Das heißt also, da steckt schon dann eine große Energie hinter, passt da auf, sonst habt ihr mehr Arbeit als Freude mit dem System. Deswegen ist es auch der Grund, warum ich hier meine maximale Drehzahl hier limitiert habe, weil man das System sonst sowieso gar nicht mehr kontrollieren kann. Achtet da nur drauf, dass ihr da zur Not legt euch meinetwegen auch ein Kissen oder sowas zwischen eure Portalwangen. Das heißt, wenn euch irgendwas passiert, damit eben nicht die ganze Mechanik auch noch einen Schaden nimmt. Und das hat schon ein bisschen gedauert, bis man das alles wieder ausgerichtet hat. So. Jetzt geht's aber weiter mit den Regelkreisen. Und zwar wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, dass wir eben unseren Stromregelkreis hier richtig eingestellt bekommen. Und dafür gebe ich jetzt eben von außerhalb ein Störsignal auf mein System. Das bedeutet also, ich schiebe einfach hier mein Portal im Prinzip immer so ein bisschen einfach zur Seite. Ich drücke das einfach weg. Und wir werden dann eben schauen, wie sich hier unser Soll- und unser Ist-Wert verhält. Und da fangen wir jetzt erstmal ganz klein an. Das heißt also, wir nehmen jetzt hier für CP erstmal zum Beispiel 500 an und schauen, was unser System macht. Man sieht es jetzt, es hat schon gezeigt, dass eben das Portal wieder, oder man hat es glaube ich im Hintergrund gehört, sich ein bisschen bewegt hat. Das ist jetzt gerade der Fehler, den ich verursacht habe, dadurch, dass ich das System eben weggeschoben habe und hier CP eben zu klein gewählt wurde. So, wenn wir uns das Ganze jetzt mal einmal am Monitor anschauen, hier bei grün ist ja unser Sollwert, rot ist unser Istwert. Ich schiebe das System zur Seite. Wir haben jetzt einen Istwert von 265 und einen Sollwert von 1200. Das heißt also, wir sind noch sehr weit unter dem, wo wir eigentlich hinwollen. Bevor wir jetzt aber CP immer höher fahren, das ist eigentlich so das, was man immer tut. Man probiert CP immer so hoch wie möglich zu wählen, wie es geht, bevor das System eben anfängt zu schwingen. Und wenn man dann nicht weiter ans Ziel kommt oder dann fürs Feintuning nimmt man dann den E-Faktor und ändert diesen noch ein bisschen. Warum man das so handhabt, zeige ich euch jetzt mal kurz. Wir lassen den jetzt mal auf 10 eingestellt, das ist sehr wenig. Das heißt also, das reicht noch nicht mal, um die Haftreibung von dem Portal zu überwinden. Und wenn wir jetzt hier für unser CI zum Beispiel mal 5 anwählen, dann schauen wir uns mal an, wie das System reagiert. Wenn ich das System jetzt mal einmal anstoße, ich hoffe, ihr seht das unten ein bisschen. Okay, das war jetzt zu wenig. Ich erhöhe noch mal ein bisschen. Dann sieht man eben, wie das System jetzt hier aufschwingt. Und das ohne, dass ich irgendwas mache. Und das ist jetzt halt auch eben sehr schwer wieder zu beruhigen. So, jetzt funktioniert es. Wenn ich es jetzt wieder anstoße, sieht man sofort, wie das System wieder immer mehr aufschwingt. Das liegt daran, weil der Regelkreis jetzt einfach instabil wird. Und das ist auch eben der Grund, warum man eben, ich hoffe mal, dass ich ihn jetzt so wieder beruhigt bekomme hier überhaupt. Ja, das sieht gut aus. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch einmal hier im Graphen anzeigen lassen, was da eigentlich passiert. Also ich starte jetzt noch einmal den Monitor und bringe das System eben zum Schwingen. So. Und was wir jetzt hier sehen, das ist eben das
I-Glied und die Zeitkonstante. Wir haben hier unsere Sprungantwort und unser I-Glied. Man sieht es, das steigt dann langsam immer mehr an. Ne? Das ist schon relativ steil. Und was sich da jetzt eben ergeben hat, ist eben diese Sinusfunktion. Und das System schwingt immer mehr auf. Und aus dem Grund gilt bei der Parametrierung von solchen Systemen eben, wenn wir jetzt nochmal in die Konfiguration gehen, unser I-Glied immer erstmal auf 0 zu lassen und dann unser P immer weiter anzupassen, bis wir möglichst nah an den Sollwert kommen. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal mit der Einstellung an. Und unser Sollwert ist jetzt bei ungefähr 1600, sehe ich da. Und unser Istwert ist bei 700. Da dürft ihr euch nicht verwirren lassen. Hier ist der Sollwert, hier ist der Istwert. Das sieht so aus, als ob das zusammenfällt. Das liegt aber an der Skalierung des Graphen. Das heißt, was man jetzt probiert, man versucht durch das P-Glied den Soll- und Istwert, die Differenz möglichst gering schon mal einzuregeln. Und das habe ich natürlich schon mal vorbereitet. Und zwar ist das bei 4800, jetzt bei meiner Maschine hier, der beste Wert. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir sind bei 695 und unser Istwert ist bei 870. Wir sind jetzt noch ein Stückchen weiter drunten, also unterhalb unseres Sollwertes. So, und das liegt hier an folgendem Phänomen. Und zwar haben wir unser Limitstrom und unser Limitstrom oder unser Maximalstrom, der benötigt ein CI. Bei mir ist es jetzt, der optimale Wert ist 400. Das heißt also, was ihr im Prinzip versucht, ich stelle den jetzt einfach mal auf 20. Und wir starten den Monitor nochmal. Wir sind bei 730 ist und wir wollen auf 740. So, und jetzt probiert man eben den möglichst noch höher zu wählen, denn ihr müsst euch vorstellen, je höher ihr diesen Wert wählt, desto steiler ist im Prinzip hier eure Steigung. Das heißt, euer Schleppfehler wird dadurch, dass ihr den Wert erhöht, eben geringer. Das sieht man jetzt hier nicht so gut, weil eben die Geschwindigkeit hier des Graphen oder die Sample-Frequenz hier bei 100 Millisekunden liegt. Und das ist natürlich nicht so schnell. Das heißt also, wir fahren jetzt mit dem Wert so hoch, bis wir halt eben an unseren reellen Wert kommen und möglichst nicht übersteuern. Wenn wir jetzt groß übersteuern, dann würde unser Motor halt im Endeffekt sehr schnell eben in den Überstromschutz schalten. Das heißt, wir gehen wieder auf Parameterkonfiguration und bei mir hat sich jetzt hier 480 ergeben. Ihr könnt den Wert natürlich übernehmen. Denn der hat eigentlich nicht so viel Auswirkung erstmal auf euer System. Ihr müsst natürlich am Ende schauen, wie eure Anfahrrampen aussehen. Wenn ihr sehr steile Anfahrrampen habt, dann kommt das eben dann dazu, dass euer Motor dann schon in den Überstrom eben geht. So, wir starten jetzt nochmal den Monitor. Man sieht eben, wie man jetzt dem Sollwert schon sehr gut folgt. Jetzt wollen wir mal kurz das weitere Vorgehen besprechen. Wir haben jetzt unseren inneren Regelkreis, unseren Stromregler, den haben wir jetzt schon eingestellt. Jetzt wird es aber erst wirklich interessant, denn jetzt kommen wir zu dem Drehzahlregelkreis. Und der Drehzahlregelkreis, da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir unseren Drehzahlfehler möglichst gering halten. Denn je geringer wir den Drehzahlfehler am Ende halten, desto schneller ist eben unser System am Regeln. Und da gehen wir jetzt genauso vor, wie wir jetzt auch vorgegangen sind. Das heißt also, wir schauen uns jetzt unser Drehzahl-Sollwert an, unser Drehzahl-Istwert und unseren Drehzahlfehler. Und dann probieren wir
die Werte eben möglichst wieder einzugleichen. Dafür müsst ihr dann Folgendes machen: Ihr startet euer Mach 3 und müsst euch zum Beispiel müsst ihr wieder so einen G-Code erstellen und euer System die ganze Zeit hin und her fahren lassen. Mit den Parametern aber, die ihr später auch im Fräsbetrieb haben wollt. Denn wenn ihr den Regler dann jetzt für irgendeine beliebige Geschwindigkeit einstellt, dann kann es natürlich sein, dass er am Ende übersteuert. Das heißt also, ich bin da folgendermaßen vorgegangen, vielleicht auch als kleine Anregung. Ich habe geschaut, dass ich nicht in meine Limits reinkomme und habe mir in Mach 3 die Einstellung gewählt, die ich jetzt hier bei dem Plasmaschneider nur für den Schneidbetrieb verwenden werde. Und das sind eben, ich schneide mir maximal 12 Meter die Minute, das ist dann 1 mm Blech. Und dafür habe ich eben das System optimiert, dass da der Positionsfehler möglichst gering wird. Jetzt ist es aber so, dass ich ja durchaus auch mit dem Allgang fahren kann. Da ist es aber nicht so wichtig. Nur da kommt es mir auf den Positionsfehler gar nicht so an. Und das heißt also, ich habe im Prinzip durch Mach 3, durch meine Geschwindigkeitsrampe, habe ich mir meine Werte vorgegeben, die ich haben möchte, wo er, sage ich mal, den Positionsfehler noch halten will. Dann habe ich den Positionserror, den kann man ja im Positionsloop dann einstellen, eben sehr, sehr gering gewählt. Und dann ist er natürlich irgendwann rausgesprungen, je mehr man eben mit den Reglern dann spielt. Und am Ende habe ich den Positionsfehler wieder etwas höher eingestellt und bin dann eben mit Mach 3 mit meinen Geschwindigkeiten noch höher gegangen auf 35 Meter die Minute. Das ist so das Maximum, was jetzt hier überhaupt geht, weil, ja, ich sage ganz ehrlich, weil die Anlage sonst hier auseinanderfliegt mit der Konstruktion. Also das als Vorgehen. Jetzt gehen wir noch einmal durch, wie ich den Drehzahlregelkreis einstelle. Beim Positionsregelkreis ist es dann genau das gleiche. Vielleicht kurz nochmal vorweg. Wir haben ja das P, das I und das D-Glied angesprochen, wo wir uns über den PED-Regler im vorherigen Video eben unterhalten haben. Und da ist es so, dass ihr, wenn euer System aufschwingt, dann könnt ihr durchaus euer D-Glied dann etwas anheben, denn dadurch wird das System insgesamt wieder ruhiger. Ihr könnt euch das D-Glied so vorstellen wie die Dämpfung eines Stoßdämpfers dementsprechend. Und das ist eben hier nichts anderes. Das bedeutet also, P optimieren möglichst hoch und dann könnt ihr mit dem D-Glied könnt ihr anregeln. Das heißt, erst P, dann D und zur Not am Ende wieder das I-Glied einstellen, weil das bei dem I-Glied ist es eben wieder sehr wahrscheinlich, dass euer System dann auch aufschwingen kann. So, jetzt lass uns nicht weiter quatschen, lass uns an die Maschine und jetzt mal einmal den Drehzahlregelkreis einstellen. Was ich euch jetzt noch einmal zeigen möchte, ist, was passiert, wenn wir das Portal eben jetzt zur Seite bewegen. Dann haben wir jetzt zum Beispiel einen Positionsfehler von 50 Inkrementen. Und wir sehen, unsere programmierte Geschwindigkeit, die steigt natürlich an, möchte diesen Fehler ausgleichen, kann sie natürlich nicht, weil ich das System festhalte. Wenn ich das jetzt loslasse, dann regelt das System eben wieder ein. Und was wir jetzt hier haben, das ist die andere Achse, die ich noch gar nicht parametriert habe. Das war jetzt die Y-Achse, die da hat aufgeschwungen. Das heißt nochmal, der Positionsfehler nimmt zu. Je stärker ich natürlich drücke, und der regelt dann die Sollposition wieder ein. Das können wir jetzt natürlich hier so überhaupt nicht mehr einstellen. Das heißt also, da müssen wir jetzt von extern, von unserem Mach 3, ein Signal auf unsere Maschine geben. Ich hoffe, dass ich euch das zumindest so ein bisschen zeigen kann und das nicht zu laut ist. Dafür gehen wir jetzt einmal unter Motortuning. Ich werde jetzt hier die Anfahrrampen geringer wählen, weil das sonst alles viel zu laut ist. Hier nicht verwundern lassen, das passt noch alles von den Schritteinstellungen auch überhaupt nicht. Jetzt werde ich einmal ganz kurz schauen, wie das System überhaupt reagiert.
Ja, ich glaube, so können wir es lassen. Ich hoffe mal, das ist dann nicht zu laut. Ihr müsst natürlich dann schon ein bisschen zorniger, sage ich mal, an die Sache rangehen. Denn das ist natürlich jetzt nicht die Geschwindigkeit, die man am Ende dann parametriert, sondern das sind dann die reellen Werte, die man auch anstrebt. Wir werden jetzt einmal den G-Code einlesen. Und zwar PD-Test, hier habe ich schon so was Kleines geschrieben. Jetzt muss ich die Achse einmal 0 setzen und starte mal einfach. Der fährt jetzt im Prinzip immer hin und her. Man sieht das eben hier. Man sieht schon, das ist alles relativ laut, weil das ganze Portal noch verzogen ist. Das muss ich erst nur alles richtig wieder einstellen. Beziehungsweise auch neue Teile lasern, weil das alles eben verbogen ist. Jetzt schließen wir Mach 3 oder beziehungsweise machen das klein und schauen uns jetzt mal an, wie sich hier die Werte verhalten. Hier haben wir jetzt unsere Sprungantwort. Jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Macht nichts. Neu verbinden. So, das sieht doch erstmal gut aus. Jetzt stoppen wir mal kurz. So, was man jetzt hier sieht, und das ist wieder kein, also nichts anderes vom Vorgehen wie das, was wir vorhin gemacht haben. Wir haben jetzt hier unsere reelle Geschwindigkeit, die wir haben wollen. Also die wir im Prinzip, die der Motor hat, und das Grün ist das, was wir haben wollen. Und jetzt sehen wir hier einen relativ hohen Positionsfehler. Was heißt relativ hoch? Naja, 5 Inkremente hier, das ist schon, ist okay. Man darf ja nicht vergessen, der hat eben über Quadratur hat der 4000 Inkremente. Das heißt, also, da laufen wir jetzt ein bisschen nach. Was man jetzt eben macht, man geht wieder in die Parameterkonfiguration und unser VP. Das ist jetzt hier bei 9000. Das ist schon so ziemlich ein guter Wert. Den habe ich jetzt vorher mal gewählt. Wir werden jetzt aber hier auch mal klein anfangen. Und den jetzt einmal akzeptieren und den ganzen Versuch noch einmal starten, damit ihr seht, wie sich das am Ende auswirkt. Schließen das wieder. Starten wieder Mach 3. Und plotten wieder unseren Graphen. Stoppen wir wieder. So, wenn wir uns jetzt mal hier den Positionsfehler anschauen, dann sind wir hier schon im Mittel viel höher. Das heißt also gerade hier, wo wir jetzt zum Beispiel, das ist ja die Sprungantwort, da, das ist im Prinzip genau der Punkt, wo unser Schlitten eben die Drehrichtung umkehrt. Da haben wir einen sehr hohen Fehler und wir sehen auch hier, dass unser reelle Wert, unsere, das sind jetzt hier die 401, die sind natürlich noch viel geringer hier. Das ist eigentlich der Wert, den wir anstreben. Das sieht hier wieder alles so nah aus, aber das passt einfach immer nicht, weil der jeden einzelnen Graphen hier immer selbst skaliert. Das ist ein bisschen doof, finde ich. Das heißt also hier rechts die beiden Werte wieder vergleichen. Und jetzt schauen wir nochmal, wie das Ganze aussieht, wenn wir unseren Regelkreis wieder etwas erhöht einstellen. Das heißt also, ich gehe hier wieder auf die 9500, waren auch noch gut. Irgendwann beginnt er dann natürlich wieder ein Phänomen zu zeigen. Das heißt also, ich lade das mal kurz auf das System. Irgendwann sieht man dann, dass ihr nicht mehr näher an diesen Wert hier rankommt. Und dann müsst ihr halt eben mit dem E-Glied noch etwas nachregeln. Wenn euer System dann aufschwingt, kann es auch helfen, wenn ihr dann eben dementsprechend das D-Glied etwas erhöht. Das Ganze haben wir jetzt ja schon gesehen. Wir sehen aber hier in den Umkehrpunkten, dass unser Positionsfehler ja auch so noch relativ hoch war. Wir können das ja noch einmal, ich kann das noch einmal zeigen. Start noch einmal. Dann wieder den Monitor. So. Und zwar haben wir jetzt ja hier auch noch einen gewissen Positionsfehler, gerade jetzt dann, wenn es darum geht, dass wir die Drehrichtung umkehren. Dazu fällt mir gerade auch noch was ein, was wichtig ist, was ich vergessen habe anzusprechen. Wenn ihr euer System dann am Ende immer, sage ich mal, besser parametriert,
das heißt also am Ende wirklich auch mit Eingang-Geschwindigkeiten immer hin und her fahrt. Vergesst nicht, dass wenn der Motor wieder abbremst, dass der natürlich als Generator fungiert und der muss die Spannung irgendwo loswerden. Und für gewöhnlich steigt dann die Spannung an und da kann es durchaus sein, dass ihr in den Stromlimit des Motors kommt. An für sich sind Bremswiderstände immer angebracht an solchen Systemen. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal uns das mal kurz an der Fräsmaschine an. So, hier haben wir jetzt wieder das Simorec. Und was man hier unten sieht, also nicht das kleine jetzt hier vorne, sondern hier hinten, sind drei große Widerstände. Und da wird im Prinzip die Energie vernichtet, die die Motoren, also die Servos jetzt hier in dem Fall, in das System einbringen, wenn sie eben abgebremst werden. Und da weiß ich nicht, wie das bei den JMC-Servos aussieht. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass die Spannung nicht richtig vernichtet werden kann und dann auf das Netzteil überschlägt. Das heißt also, ihr bekommt dann auf der Netzteil-Sekundärseite bekommt eine erhöhte Spannung und dann kann es natürlich durchaus sein, dass die Motoren, sag ich mal, in Überspannungsschutz gehen. Das heißt, ich betreibe meine Motoren jetzt mit 48 Volt, da ist noch nichts aufgefallen, dass sie irgendwann mal ausgestiegen sind. Aber das kann natürlich durchaus sein, dass das hin und wieder mal passiert. Und dann müsstet ihr halt von eurem Netzteil, da gibt es meistens so kleine Schrauben, da könnt ihr dann die Spannung etwas runtersetzen auf meinetwegen 45 Volt, dann sollte das aber eigentlich funktionieren. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Bildqualität etwas schlecht war am Anfang. Also deswegen nochmal kurz zusammengefasst, wie ihr eben den Regler möglichst schnell einstellen könnt. Das heißt also, ihr fangt an mit Mach 3, ihr gebt eine Sprungantwort auf euer System. Das heißt also, ihr fahrt die ganze Zeit hin und her mit eurem Portal, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Dann nehmt ihr euren Stromregelkreis, nehmt euch als erstes vor. Müsst aber dafür sorgen, dass dieser Stromregelkreis eben auch eine Sprungantwort bekommt. Um diese Sprungantwort eben zu generieren, müsst ihr in eurem Positionsregelkreis und in eurem Drehzahlregelkreis müsst ihr das P-Glied erstmal anheben, beispielsweise auf 10.000 beide, und dann kriegt ihr eben die Sprungantwort erstmal auf euren Stromregelkreis. Und den fangt ihr dann eben an, dass im Prinzip euer Ist-Wert dem Soll-Wert möglichst schnell und möglichst gut folgt. Wenn das der Fall ist, dann fangt ihr eben dementsprechend auch wieder erst mit dem P-Glied an. Und wenn ihr nicht ganz rankommt, dann nehmt ihr noch das E-Glied. Und bei dem Drehzahlregelkreis ist das nichts anderes. Das heißt also, ihr fangt wieder an mit eurem P-Glied. Und sollte das dann nicht funktionieren, dann probiert ihr es erst mit dem D-Glied auszugleichen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann nehmt ihr ein bisschen von dem I-Glied. Aber bei dem I-Glied habt ihr eben die Gefahr, dass euer System anfängt zu schwingen und dass ihr halt eben sowieso die Zeitkonstante da drin habt und dementsprechend sowieso einen Positionsfehler hättet am Ende bei der Fräsoperation, zumindest einen kurzzeitigen, weil halt eben erst die Zeit vergehen muss, bis sozusagen bis das I-Glied sich sozusagen anfühlt, das ist eben diese Rampe dann. Und mit der Höhe des I-Glieds stellt ihr im Prinzip nur die Steigung dieser Rampe ein, aber die Zeit vergeht dementsprechend immer. Deshalb immer, lautet immer die Devise, erstes P-Glied anheben, denn das reagiert sofort. Dann macht ihr weiter mit dem Positionsregelkreis, das heißt also, ihr habt eure Sollposition und eure Istposition, vergleicht die wieder mit dem Fehler, hebt wieder das P-Glied möglichst hoch an, so hoch wie ihr eben kommt, dass eben die Werte möglichst schnell angefahren werden. Und wenn das dann der Fall ist, oder falls es nicht ganz der Fall ist, dann müsst ihr wieder erst mit dem D-Glied, dann mit dem E-Glied nachregeln. Was mir dazu noch eingefallen ist gerade, ihr könnt natürlich dann, wenn ihr euren Drehzahlregelkreis einstellt, dann müsst ihr schon die Werte annehmen in eurem Mach 3, die ihr später auch fräsen wollt. Das heißt also, ihr könnt dann sagen, ihr wollt zum Beispiel maximal mit 10 Meter die Minute fräsen und ihr fahrt wieder mit eurem Portal hin und her. Und das Maximale, was dann eben geht zu dem zugelassenen Positionsfehler, sind dann eben diese 10 Meter. Da habt ihr dann die Maschine auf diese 10 Meter beispielsweise, also 10 Meter die Minute optimiert. Und wenn ihr dann mit dem ganzen Prozedere abgeschlossen seid, dann könnt ihr ja durchaus in Mach 3 wieder eure Rampe etwas erhöhen.
Und auch eure, die Rampe ist nicht richtig, sondern ihr könnt die Maximalgeschwindigkeit wieder etwas erhöhen. Dadurch würde dann das System eventuell ein bisschen übersteuern, aber wird ja im Eingang erstmal nichts machen. Die Rampen dürft ihr dann natürlich nicht mehr verändern, denn wenn ihr die Rampen dann natürlich noch steiler einstellt, dann kommt euer System wieder nicht hinterher und ihr habt im Prinzip wieder diesen Schleppfehler. So, jetzt wird es ja aber langsam richtig kalt. Am Wochenende werde ich den Regelkreis mal richtig einstellen und euch so ein paar Werte eben unten in die Beschreibung posten, damit ihr so ein paar Anhaltspunkte habt, an denen ihr euch dran langhangeln könnt. Und ich denke mal, dass das für viele Fälle dann eben auch schon gute Einstellungen sein werden. Insofern bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen längeres Video geworden. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen, wie das alles ineinander greift und wie man sowas anpacken kann. Man kann das natürlich auch alles mathematisch berechnen, aber ich glaube, das würde hier zu weit führen und für so eine Hobbyanlage, da würde dann die Mathematik eben mehr Zeit schlucken, als das eben händisch, sage ich mal, zu optimieren. Zumal bei den mathematischen Lösungen muss man jetzt auch hier bei der Konstruktion berücksichtigen, dass allein schon die Gleitreibung über das ganze System nicht konstant ist, da die Führung halt ja Marke Eigenbau sind. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein für das heutige Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Wenn du nichts mehr verpassen willst, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!